12 Jahre geheimnisvolle Löcher aufgetaucht. Kreisrund, mit mehreren Metern Durchmesser und bis zu 12 Meter Tiefe. Wie diese Löcher entstanden sind, ist bis heute rätselhaft. In der Nähe des Genfer Sees, Schweiz, geschehen seit Anfang der 70er Jahre mysteriöse Dinge. Über Nacht entstehen riesige, kreisrunde Löcher in der Erde. Niemand hat eine Erklärung dafür, keiner hat etwas gesehen, die Behörden schweigen. Echallon, 12. Juni 1972. Der Landwirt Mertineit hört sein Vieh nachts im Stall panisch brüllen. So reagieren die Tiere normalerweise nur auf eine Naturkatastrophe. Mertineit sucht nach dem Grund. Auf einer seiner Wiesen entdeckt er ein kreisrundes, dampfendes Loch, wie mit einem Riesenspaten säuberlich ausgestochen. 1,5 Meter tief mit einem Durchmesser von 2 Metern. Er sucht auf der Wiese nach Hinweisen. Von den 4,7 Kubikmetern Erde aus dem Loch fehlt jede Spur. Mertineit findet weder Arbeitsgeräte noch Reifenabdrücke auf dem taufeuchten Boden. Für diese Ereignisse gibt es auch bei Tageslicht keine rationale Erklärung. So im Jahr 1972 bis 1990. UFO-Experte Schaffer findet heraus, dass zwischen 1972 und 1990 insgesamt 5 dieser Löcher in der Gegend des Genfer Seegebietes entstanden sind. Bis heute haben weder Behörden noch Wissenschaftler eine überzeugende Erklärung dafür. Der UFO-Experte hat dagegen eine spezielle Theorie. In der Nacht des 5. Dezember 1981 macht der Linienpilot Claude Chapuis unweit seines Ferienhauses zwischen Olon und Villard in der Gemeinde Le Combe eine rätselhafte Entdeckung. Diesmal ist das Loch 5 Meter breit und 8 Meter tief. Wieder ist die Erde daraus einfach verschwunden. Die Behörden lassen das Loch sofort wieder zuschütten. Claude Chapuis lässt einen steinernen Torbogen am Rand des ehemaligen Loches aufstellen. Die Behörden sind zu keiner Stellungnahme bereit und versuchen, jedes Gerücht über den Ursprung der Löcher im Keim zu ersticken. Spuren und die exakte Randbegrenzung sind heute noch zu erkennen. Benin, 17. Dezember 1982. Ein Jahr nach dem Fund von Le Combe entdeckt der Landwirt Roland Häfli auf seinem Grund das nächste Loch. Das Gelände Le Paillet über der Ortschaft Benin gerät in die Schlagzeilen der Schweizer Presse. Häfeli macht mit seinem Hund einen Morgenspaziergang. Plötzlich wird der Hund unruhig. Er fängt an zu knurren, ohne dass Häfeli einen Grund dafür entdecken kann. Bis er das Loch sieht. 5,5 Meter Durchmesser bei einer Tiefe von 7,5 Metern. Auch hier ist der Inhalt von 178 Kubikmetern Erde spurlos verschwunden. Wieder gibt es kein Zeichen. Der Landwirt ist sicher, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Die Innenwand des Loches ist absolut sauber. Sie verläuft vertikal, weist jedoch keine Spur von Urheber oder Arbeitsgerät auf. Er benachrichtigt die Polizei. Auch dieses Loch wird zum Gegenstand der Spekulation. UFOs, Fachleuten fehlt der Gegenbeweis. Einziger Ansatz bleibt die Perfektion des Loches. Häfli erzählt, dass es hier unterirdische Gänge aus der Zeit der Burgunder gibt. Doch eine Erdabsenkung infolge unterirdischer Hohlräume sieht anders aus. Ein Loch von dieser Größe und von 130 Kubikmetern Erde, was könnte da die Ursache sein? Ich bin selber zu keinem Schluss gekommen. Diplom-Ingenieur Schaffer kommt zu keinem Schluss. Die Ursache des Loches bleibt im Dunkeln. Er versucht, zusammen mit seinem Kollegen Hermann Ilk eine Lösung zu finden. Um auf einem anderen Weg zu einer Erklärung zu kommen, hat etwas bestätigt, das ist... Die beiden Wissenschaftler sind sich einig. Es gibt Phänomene, denen man mit herkömmlichen Methoden nicht begegnen kann. Ihre Wissenshorizonte bestiegen, dass es denn... Kann die Parapsychologie eine Erklärung bieten? Die Möglichkeit haben wir ausgeschöpft, dass wir uns aufs parapsychologische Gebiet begeben haben. Das Loch von Benin, von dem hier die Rede ist,
hat in der Tat eine ungewöhnliche Ursache. Seiner Meinung nach führen außerirdische Mächte bereits seit geraumer Zeit Untersuchungen auf unserem Planeten durch. Wie steht es mit der Lebenssphäre? Bis zu welchem Grad ist bereits eine lebensbedrohende Verseuchung von Luft, Wasser und Erde eingetreten? Ilk bestätigt, dass ein natürlicher Einbruch der Erde, wie Bausachverständige behaupten, in diesen Fällen ausgeschlossen ist. Der Einbruchrand eines sogenannten Tagesbruches wäre in jedem Fall unregelmäßig und man könnte im Loch noch Reste von Gras und Bepflanzung erkennen. Die Abbruchränder der Schweizer Löcher dagegen sind kreisrund. Ihre Innenwände bilden einen exakten 90-Grad-Winkel zur Erdoberfläche und der gesamte Erdinhalt samt Bewuchs fehlt. Die Bausachverständigenmeinung ist widerlegt. Das letzte Loch, das entstanden ist, 1990, ist entstanden. Diplom-Ingenieur Schaffer berichtet von dem bislang letzten Loch. 1990 entstand das bisher größte dieser Phänomene in Confignon, einem Randbezirk von Genf. 12 Meter Tiefe und 10 Meter Durchmesser schließen einen Scherz durch menschliche Hand aus. Wieder fehlen Spuren. Wieder ist der Inhalt des Loches verschwunden. Wieder ist es über Nacht wie aus dem Nichts entstanden. Lautlos und ohne, dass jemand aus den nahen Siedlungen etwas bemerkt hätte. Auch hier versuchen die Behörden zu vertuschen. Doch der Fall macht Schlagzeilen. Die Journalistin Veronique Pretel berichtet von ihrer Recherche an jenem 5. Februar 1990. Spaziergänger sehen aus einem Feld Rauch aufsteigen, ohne dass ein Brandherd zu erkennen ist. Irritiert gehen sie auf das Feld und entdecken ein riesiges Loch mit einem Durchmesser von 10 Metern und einer Tiefe von über 12 Metern. Die Polizei sperrt das Gebiet. Später konstruieren Bausachverständige einen Zusammenhang zwischen dem Loch und der Tunnelbaustelle von Confignon. Zwischen der Erdoberfläche und der Baustelle liegt jedoch eine Distanz von über 18 Metern. Und das Loch habe ich nach ungefähr einer Woche habe ich das selber analysiert. Und Pierre Schaffner hat dieses Loch analysiert und dabei Metallteile gefunden. Er schickte die Proben zur Untersuchung an die Genfer Universität. Heute, fast 3 Jahre später, hat er immer noch kein Ergebnis. Einzige Antwort der Behörden, sie lassen auch dieses Loch zuschütten. Kreisrunde, zylinderförmige Löcher. Für den Tiefbauingenieur Peter Korporal sind Bodensenkungen als Erklärung für die geheimnisvollen Löcher undenkbar. Normalerweise sind Tagesbrüche trichterförmig und nicht, wie in unseren Fällen, kreisrund wie ein Zylinder. Er kann sich nicht vorstellen, dass es eine Maschine gibt, die senkrechte Löcher dieses Ausmaßes erzeugen kann. Selbst Tunnelbaumaschinen können nur horizontal oder in leichte Gefälle bohren. Waren hier wirklich außerirdische Mächte am Werk, wie die UFO-Experten und Wissenschaftler vermuten? Oder handelt es sich um ein bislang unerklärliches Naturereignis, für dessen Ursprung und Sinn unser Wissensstand keine Erklärung hat? Wer ist in der Lage, solche Erdmassen auf diese Weise zu bewegen und verschwinden zu lassen? In einer Nacht? Wenn Sie in den Sternenhimmel schauen, und sich die unermesslichen Weiten unseres Universums vorstellen. Fragen Sie sich da nicht auch manchmal, ob die Erde tatsächlich der einzige bewohnte Planet ist? Immer wieder gibt es Anzeichen oder Vermutungen, dass außerirdische Intelligenzen mit uns Kontakt aufnehmen wollen. Auch wir erforschen das All, entnehmen Bodenproben von anderen Planeten. Und vielleicht sind wir ja nicht die Einzigen, die das tun.